Hallöchen und schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Show. Heute mit dem Thema Summer Essentials. Was braucht man für essentielle Schmuckstücke in diesem Sommer? Was sind so die Trends? Ich habe euch ganz viele ganz bunte Sachen, ganz tolle aktuelle Sachen mitgebracht. Ein paar Schmuckstücke und auch mal ganze Looks. Und führe euch mal oder wir gehen zusammen durch diese Show. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal was kommentieren würdet oder mir Fragen stellen. Ihr könnt jederzeit einfach unten Fragen stellen. Ich gebe mir Mühe, ich sag's jedes Mal, wer diese Sendung vielleicht zum wiederholten Mal guckt, weiß, dass ich das sehr schlecht lesen kann, weil es sehr, sehr klein ist. Aber meine Kollegin aus der Regie hilft mir sehr gerne weiter. Also stellt mir ruhig Fragen, dass wir das so ein bisschen interaktiv gestalten und ich hoffe, ich kann sie zumindest erstmal lesen und dann beantworten, das wäre schon mal ganz gut. Und ja, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schlage einfach mal vor, wir fangen an. Also wir haben ja jetzt den Sommer, der, ich habe es letztes Mal schon gesagt, immer noch für mich so ein bisschen auf Teilzeit ist. Ne? Es soll ja, glaube ich, nächste Woche extremst heiß werden. Und dann packen wir alle nochmal unsere Sommer-Outfits aus und unsere Strandkleider und tragen die dann in der Stadt. Oder für die, die tatsächlich nochmal in den Urlaub kommen oder das erste Mal in Urlaub kommen, zeige ich euch, was ihr auf jeden Fall mit einpacken müsst. Ja? Seid ihr schon im Urlaub gewesen? Seid ihr aktuell im Urlaub oder fahrt ihr noch? Das würde mich auch mal interessieren. Also wir fangen einfach mal an und zwar mit den Kreolen. Mit den Kreolen sind es nicht, es sind schon Stecker, die ich gerade trage von der Marke Swarovski. Und die gehören zu einem Thema, zu einem Überbegriff und zwar Candy-Schmuck. Der erinnert uns einfach an ja gute Laune, an die Kindheit, an bunte, essbare Bonbons. Deswegen kann es auch sein, dass der ein oder andere von euch vielleicht diesen Begriff noch nicht so ganz auf dem Schirm hatte, aber die bunten Sachen definitiv schon mal gehört hat. Also das hier ist hier ein Ohrstecker in einer richtig schönen Größe, so ein bisschen auffälliger auch von der Marke Swarovski in einem richtig schönen, zarten, rosa Steinchen gefasst. Ne, finde ich, macht auf jeden Fall schon mal was her. Eigentlich braucht man nicht unbedingt noch sehr viel anderes. Oder gerade so bei hochgesteckten Haaren zum Beispiel kommt es richtig gut zur Geltung. Da hat man eigentlich schon viel mit gewonnen, wenn man hier im Ohr, wenn da schon so ein bisschen was los ist. Dann gehen wir mal weiter. Was habe ich hier am Hals? GMK-Kette. Ganz aktuelles Thema sind die Smileys. Und was denken wir? Wir denken an gute Laune, wir denken an Spaß, wir denken an witzige Situationen. Und hier ist eben das Besondere auch die Farbe, ne, dass es wirklich so aussieht, als ob man es essen könnte, weil es sieht sehr, sehr, also es ist eine sehr leckere Farbe, wenn man die schmecken könnte. Hier die Kettenmuster, habe ich jetzt auch ganz oft gesehen und ist sicherlich sehr gut auch für Layering-Looks geeignet von der Marke GMK. Die Kette lässt sich auch super in der Länge verstellen. Ich habe sie jetzt so ein bisschen kürzer gestellt, als sie eigentlich wäre, weil ihr könnt einfach hier den Rest einfach so runterbaumeln lassen und dementsprechend auch in der Länge mal verstellen, ein bisschen länger oder ruhig ein bisschen halsnäher, je nachdem, wenn ihr hier nochmal eine längere Kette dazu tragt, kann man super viel dazu machen. Und passend dazu, zu diesem Muster, trage ich nämlich das Christarmband. Das zeige ich mal hier. Ja, da seht ihr diese Langelemente. Und dieses Armband ist auf der einen Seite ganz schlicht und es lässt sich nämlich super mit noch anderen Armbändern kombinieren, die so ein bisschen auffälliger sind. Aber auf der anderen Seite sagt es ja auch selber was aus, weil es eben so ein bisschen gröberes Kettenmuster hat. Also es lässt sich sehr gut einzeln tragen, aber ich finde auch in der Kombination mit einem anderen Armband, ne, gefällt mir das richtig gut. Ich werde nochmal so zwischendurch ein paar andere Styles zeigen mit dem Armband. Da seht ihr auch schon das bunte Armband von GMK. Nochmal, hier sieht man es nochmal ganz schön. Dieses Label finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. So ein paar Steinchen, mit ein paar Steinchen gefasst. Und auch das,
Ich bin bestimmt nicht die Einzige, die dieses Armband erinnert an diese Bonbonketten von früher. Ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dieser Begriff, ne? Auch so aus den 90ern, wo wir dann alle wahrscheinlich Karies gekriegt haben. Sehr schön. So, was habe ich noch? Bunt. Bunt oder einfarbig? Und ich habe es in der letzten Show gesagt, welche Farbe gehört für mich definitiv in den Sommer? Es ist Türkis. Türkis erinnert mich ans Meer, erinnert mich an Urlaub und zwei ganz tolle Ketten mitgebracht. Und zwar von der Marke goldfarbige Anhängerchen, und ihr seht auch trotzdem, dass das ja mit so bunten Sachen auch mega gut geht. Und hier ist die Besonderheit, dass diese Türkissteinchen erst so in der unteren Hälfte anfangen. Ja, ich werde es mir jetzt mal nur anlegen und mal nicht so ganz dran frickeln, aber ich lasse mal bewusst die GMK-Kette lasse ich mal bewusst um. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ich das so ein bisschen halsnäher trage, wie cool das so zusammen aussieht. Und dann jetzt noch, meine Kollegin aus der Regie nickt schon, das sieht wirklich richtig cool aus. Dann jetzt noch ein helles Kleid drauf, ein Sommerlook, auch ein Hut. Ich habe mir dieses Jahr im Sommer so einen kleinen Strohhut gekauft. Das macht auch noch mal, rundet auch noch mal so einen Sommerlook total ab. Eine kleine Sandale, ein Kleid, und dann ist man damit auch eigentlich fertig. Und weil ich Türkis halt einfach sehr, sehr schön finde im Sommer, habe ich hier nochmal eine Kette von Thomas Sabo mitgebracht, die auch das Thema Türkis nochmal aufgreift. Ich zeige es jetzt hier nochmal ein bisschen näher. So. Mit unterschiedlichen Perlen, auch mit Dunkelblau, auch die super gut zum Layering-Look geeignet. Die ist zwar jetzt hier am Ende mit Silber gefasst, beziehungsweise mit einer Silberkette, aber ehrlich gesagt sieht man das ja gar nicht. Und guck mal, wie schön das auch zusammen ist. Also wenn da jetzt nicht einer an Urlaub denkt und das sofort als Summer Essential abstempelt, dann weiß ich auch nicht. Richtig schön. Und auch hier sind nochmal so kleine Perlchen mit eingefasst, also weiße Perlen, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber nicht vergessen, denkt mal dran an diese Kette. Dann sage ich euch noch ein bisschen was oder zeige euch auch ein bisschen neu interpretierten Perlschmuck, und das gehört eigentlich auch schon fast mit da rein. Ja, was darf jetzt nicht fehlen, wenn wir jetzt so einen türkisfarbenen, blaufarbenen Look kreiert haben? Muss ja noch was irgendwie in den Ohren. Und da habe ich kleine Kreolen mitgebracht von Glanzstücke München. Die zeige ich jetzt auch noch mal hier ein bisschen näher. Also sehr klein, so ein bisschen Allianzfassung. Und mal hier seht ihr die kleinen Türkissteinchen, die da drin gefasst sind. Goldfarbig, also sehr, sehr passend zu der Kette, und wie gesagt, dieses Türkis auch auf ein bisschen gebräunter Haut vielleicht, super, super schön und wirklich auf jeden Fall die Farbe alleine ein Must-Have für den Sommer. Jetzt habt ihr es bestimmt schon bemerkt, ich trage einen richtig coolen Ring selber, und zwar an meinem Lieblingsfinger. Ich finde, dieser Finger sollte in Ringfinger umbenannt werden, denn da gefallen mir einfach unsere Ringe doch am besten. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber ich finde, dass auf dem Zeigefinger so ein etwas stärker Ring, eigentlich jeder Ring, zu einem ganz anderen Look wird, nämlich zu einem sehr viel cooleren Fashion-Look, als wenn ich ihn jetzt, das zeige ich euch auch mal, wenn ich den jetzt zum Beispiel auf dem Ringfinger tragen würde, hätte das schon viel, viel mehr so ein ladylike, klassischen, traditionelleren Eindruck. Deswegen, ich finde es besonders cool, um das Ganze mal so ein bisschen zu durchbrechen, ihn auf dem Zeigefinger zu tragen. Ich fühle mich damit super wohl, trage ich sehr gerne. Ich habe es letztes Mal schon gefragt, wo tragt ihr denn gerne Ringe? Zeigefinger, Mittelfinger, ganz klassisch der Ringfinger, oder wo würdet ihr exakt diesen Ring gerne tragen? Beantwortet gerne mal die Frage, würde ich mich freuen zu sehen, was ist euer Look, was würdet ihr gerne tragen. Was haben wir noch mitgebracht? Einmal runterscrollen, ja, eine wunderschöne Kette, die schon in sich ein
Layering-Look hat. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen von diesem Süßkram, Candy, Schmuck mal in eine etwas andere Richtung. Und zwar ist ja der Perlschmuck ist ja etwas, was es schon seit ewig und drei Tagen gibt. Also spätestens nach Coco Chanel und Audrey Hepburn wissen wir alle, dass Perlschmuck doch ein sehr klassischer Schmuck ist und sehr zeitlos getragen werden kann. Und jetzt ist er einfach nochmal ganz neu interpretiert und nochmal, ja, einfach so ein bisschen weg von diesem ganz klassischen Eindruck, sondern ein bisschen mehr Fashion dahinter. Ich habe hier eine Kette von Hugo Boss, die, wie schon gesagt, in sich eine Layering-Kette ist, denn sie besteht aus zwei Ketten. Ich zeige es noch hier ein bisschen näher. So, die erste kürzere Kette mit so kleinen Kügelchen sieht man auch ganz, ganz oft. Und die untere Kette hat eine kleine Perle. Und da seht ihr doch genau, was ich meine. Es ist irgendwie traditionell und klassisch und doch super modern und angesagt, zugleich aufgrund einfach des Looks. Perlen habe ich jetzt auch schon wieder so häufig gesehen in ganz verschiedenen Accessoires, so irgendwie an Handtaschen, an Hosen, ganze Oberteile, die nur aus Perlen bestehen. Also das ist wirklich ganz, ganz klar im Kommen und es macht ja auch Sinn, weil Perle kommt ja aus dem Meer, aus dem Wasser. Also interpretieren wir natürlich da auch den Sommer und den Strand und Urlaub und die gute Laune. Deswegen ist eigentlich egal, was ihr mit einer Perle tragt, das ist immer ein Summer Essential. Also kramt raus, was ihr habt, beziehungsweise sind natürlich hier auch all die Schmuckstücke verlinkt, die ich euch zeige. Und da kommt ihr sofort in den Online-Shop und dann könnt ihr euch nochmal ganz neu für den Sommer einkleiden sozusagen. Was darf auch nicht fehlen? Eine schöne Perle in den Ohren. Und wir haben hier eine Perle von Yamoko. Und das Besondere daran ist, dass es eine kleine Barockperle ist. So, jetzt muss man erstmal hier kurze Wortfindungsstörungen. Da zeige ich es nochmal ein bisschen näher. Und gleich halte ich es mir mal ans Ohr. Vielleicht können wir das dann gut sehen. Na, die obere Perle ist eine ganz glatte. Dann kommt dazwischen ein kleiner weißer Stein. Und unten dann nochmal die Barockperle. Und das sieht ja wirklich nach super. Jetzt mache ich die nochmal eben rein. Diese Barockperle zeigt einen sehr großen, ja, ich finde, sie sieht sehr kunstvoll aus. Ist eine sehr kunstvolle Perle und hat den Ganzen dann nochmal so ein bisschen anderen Charakter gegeben. Das lege ich mal hier so ab. Ich glaube, das geht ganz gut. Könnt ihr euch das nochmal im Ohr vorstellen und dann kann man auch so ein bisschen die Länge der Ohrringe so ein bisschen einschätzen im Vergleich zu meinem Gesicht vielleicht. Schaut mal. Ich finde, wenn man jetzt nur die Ohrringe sieht, denkt man vielleicht doch eher an einen klassischen Look. Und das würde ich jetzt aber beispielsweise brechen mit der Kette von Sabo, die ich vorhin nochmal hatte. Ne, weil ja da wiederholen sich die Perlen nochmal. Ja, hier so eine Layering-Kette und dazu passend, genau, jetzt haben wir eigentlich den richtigen Bildausschnitt. Nochmal die Perle. Also auch so ein bisschen Stilbruch ineinander, ein super Sommeroutfit, ganz viel Leinen, ganz viel helle Farben, Pastelltöne, Hellblautöne. Und habt ihr schon einen richtig coolen Look kreiert. So, was haben wir noch? Ich habe was ganz Außergewöhnliches mitgebracht. Also wer jetzt von euch denkt, ich brauche nochmal ein Geschenk und es soll was sein, was man jetzt so noch nicht kennt. Es soll was ganz Ausgefallenes sein. Dann hätte ich schon mal eine Idee und zwar ein Armband der Marke Cœur de Lion. Da habe ich erstmal gedacht, ist ein bisschen lang für ein Armband. Wie soll das funktionieren? Und zwar ist es ganz tricky. Ich werde mal versuchen, es mir an den Enden zu frickeln mit der Nahaufnahme hier. Und dann zeige ich euch, wie es geht. Also ihr habt an den einen Ende einen Ring und an dem anderen Ende ist der Karabinerhaken. Ich empfehle, den Karabinerhaken hier schon mal so ein bisschen durch das Ende zu ziehen, dann könnt ihr das Armband umlegen. Stopp. So. Jetzt habe ich ja hier immer noch dieses lange Ende. Mach schon mal den Karabiner auf und dann könnt ihr quasi stufenlos verstellen und einhaken. Guck mal, das hat fast so ausgesehen, als ob ich das nur 36 Mal geübt hätte. Und dann könnt ihr das so tragen. Also es
passt auf die allerschlanksten Handgelenke und auch auf etwas stärkere, weil ihr wirklich so viel Spiel habt, ne, und das super gut einstellen könnt. Es ist in sich schon zweifarbig, silberfarbig und goldfarbig, so dass ihr auch wirklich jeden anderen Schmuck und jede andere Uhr dazu tragen könnt. Man braucht sich eigentlich überhaupt gar nicht entscheiden. Und das ist jetzt, also dieses Armband ist wirklich der Inbegriff von, ich brauche mal was ganz Außergewöhnliches. Ne? Wenn man es ein bisschen übt, dann geht das auch wirklich ganz gut, muss ich sagen. Weil die Ösen sind groß genug und da kommt ihr gut mit dem Karabinerhaken rein. Wenn wir schon beim Thema des Meeres sind und den Farben, was darf nicht fehlen? Farbsteine. Ich trage super gerne selber Farbsteine. Deswegen habe ich mich heute auch in diesen Swarovski-Ring verliebt. Also wer von meinen Freunden vielleicht zuschaut und ein Geschenk für mich sucht, das wäre auf jeden Fall die Wahl. Deswegen bin ich total froh, dass auch so Farbstein nochmal neu interpretiert wurde und gar nicht mehr so traditionell wirkt, wie er mal gewirkt hat, sondern dass es wirklich ein Summer Essential ist und ein Schmuckstück, was eigentlich nochmal in jedes Schmuckkästchen gehört. Und ich habe euch mitgebracht Ohrhänger, die an einem Stecker sind. Hier zeige ich es nochmal ein bisschen näher mit einem Aquamarin. Die Besonderheit daran ist, dass der Aquamarin ja so glatt poliert ist. Ne? Der ist jetzt also nicht so facettiert, sondern ganz glatt. Ein richtig schönes Pastell-Hellblau, wunderschön. Und die Länge der Ohrringe ist auch total perfekt. Ich versuche es jetzt gleich nochmal reinzumachen. Und damit ihr auch da die Länge so ein bisschen einschätzen könnt, ist jetzt die Marke von, also ist Christ. Kleine blaue, hellblaue. Ich finde gerade diesen Blauton super, super schön, weil der ja so ein richtiger Pastellton ist. Ist ja auch total modern für den Sommer. Ein schöner Pastellton. Und da könnt ihr auch super Rosetöne zu tragen zum Beispiel. Das geht natürlich auch gut. Alles, was hell ist, alles, was hellblau ist. So, und seht ihr, die Länge ist also gar nicht mal so super lang, dass es enorm festlich wirkt. Es hat aber immer so ein bisschen Bewegung, ne? Wenn man sich unterhält und dadurch funkelt es auch noch mal so ein bisschen. Es fällt also richtig schön auf, dass es jetzt nichts Starres ist, sondern dass es sich ein bisschen bewegt. Dadurch lebt natürlich auch der Schmuck. Passend dazu, es ist wirklich ein wunderschönes Set, gibt es noch die Kette in Gelb-Gold mit dem kleinen Aquamarin-Anhänger. Huch, so. Hier auch wirklich mit ganz viel Liebe zum Detail, diese kleinen beiden Pünktchen, die wiederholen sich ja im Ohrstecker nochmal. Jetzt können wir es mal vielleicht so daneben halten, dann könnt ihr sehen, was ich meine. Ne? Also hier oben der kleine Knopf wiederhole ich hier bei der Kette. Und auch da mit dem in Gold gefasst finde ich super schön, weil dadurch dieses ja Blau vielleicht ja doch eine etwas kühlere Farbe ist, aber dadurch, dass es in Gold gefasst ist, wirkt es wieder super warm. Wo ich jetzt nochmal so die Armbänder sehe, ne? Sieht ja sogar das in der Kombi, ich habe es nur noch nicht abgemacht, sieht das richtig cool aus. Manchmal überrasche ich mich dann selber damit. Ja, also ihr seht eigentlich ganz, ganz viele Farben, ne, die getragen werden können. Was jetzt was Blaues ist, was Türkises, die Ohrringe, die ich hier nochmal von Anfang an drin hatte, rosa, also alles, was halt irgendwie nach guter Laune schreit, alles, was nach Sommer und bunt und Candy, das könnt ihr alles tragen. Also bloß jetzt einfarbiges. Wenn wir schon mal darüber sprechen, ganz oft frage ich euch ja nach Geschenken oder empfehle euch Geschenke. Also Schmuck zu schenken ist ja immer eine ganz, ganz besondere Angelegenheit und immer sehr emotional und auch immer sehr persönlich. Man muss ja schon gucken, wem schenke ich was und was trägt der oder diejenige gerne, damit das auch zu jemandem passt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal gehen einem dann auch die Ideen aus, denn die Leute haben ja auch schon immer so viel. Und wir haben was ganz, ganz Tolles, und zwar unsere Marke Christ XU. Das ist nämlich personalisierter Schmuck. Und da habe ich euch mal Ohrringe mitgebracht. Die zeige ich euch und dann kann ich euch da auch ganz viel zu erzählen. Und zwar haben wir hier kleine Kreolen mit Buchstaben. Hier in dem Fall ein F. Das ist richtig rum, ne? Nur ich sehe es jetzt falsch rum.
Und die andere Kreole wäre hier zum Beispiel mit einem A, was natürlich wunderbar zu mir passt. Sehr schön. Die Marke ChristXU ist eine Art, den Schmuck für euch ganz alleine zu personalisieren. Das ist jetzt ein Beispiel von Ohrringen. Ihr könnt bei uns im Online-Shop durch so eine Art Konfigurator werdet ihr geleitet und ihr könnt immer wieder am Ende zu einem anderen Ergebnis kommen. Es geht auch um Tagespreise. Ihr könnt konfigurieren, welche Buchstaben ihr nehmen wollt, mit Steinchen, ohne Steinchen. Ihr könnt die Legierung aussuchen. Das Coole ist, der Konfigurator zeigt euch das auch sofort, wie es aussieht. Und da könnt ihr dann also eigentlich selber zum Designer werden und sagen, das ist ein Unikat, so wie es ist vielleicht. Ne? Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Wege und ich denke nicht, dass man dann so schnell jemanden auf der Straße begegnet, der genau die gleiche Art von Ohrringen trägt wie du. Bei den Ohrringen war es jetzt so, dass wir ja zwei Buchstaben haben und dass meine erste Idee war, einen zu verschenken. Also irgendwie vielleicht den Anfangsbuchstaben von eurer Freundin oder sowas und da so eine Freundschaftssache draus machen. Da könnt ihr so kreativ sein und auch so ganz individuell und ganz persönlich. Und ich finde, ja, weil Schmuck halt immer schon so eine emotionale Angelegenheit ist und wenn dir jemand was schenkt, was so ganz auf denjenigen zugeschnitten ist, dann wird der Schmuck, glaube ich, einfach noch schöner. Und passend dazu habe ich noch eine Kette mitgebracht, ebenfalls von ChristXU, hier mit dem Wort cute. Schaut mal, so sieht das aus. So Namensketten kennt man ja schon mal, hat man ja schon mal gesehen. In dem Fall auch die, könnt ihr quasi aussuchen, was das für ein Wort sein soll. Und das kann jetzt euer Name sein, der Name eures Kindes, eures Partners, eurer besten Freundin, eurer Mama, eurer Katze. Was ich aber auch cool finde, wenn es vielleicht ein Spitzname ist oder ein Insider oder euer Lebensmotto oder irgendwas, was ihr mit irgendwas anderem verbindet. Ja, und auch das ist dann so personalisiert und dann finde ich es eigentlich ganz cool, wenn es vielleicht ein Insider ist und man so nach außen hin gar nicht sofort weiß, was das überhaupt bedeutet, aber man selber trägt das dann tief im Herzen und hat es einfach immer bei sich. So was ganz, ganz Besonderes. Und es gibt so viel mehr ganz besonderen personalisierten Schmuck. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das ist die Marke ChristXU bei uns im Online-Shop und konfiguriert einfach mal drauf los. Kommt auch gerne zu uns in die Stores, zum Beispiel in den Ruhrpark, da bin ich die Filialleitung. Da könnt ihr gerne euch mal beraten lassen und wir können euch dann zeigen, wir können gemeinsam durch den Konfigurator schwelgen und gucken, was da alles noch so drin ist. Richtig schöne Sachen. Ja, jetzt habe ich ja schon sehr viel Werbung dafür gemacht. Wir haben noch eine andere Marke, die auch eine Art personalisierten Schmuck macht und zwar die Marke Pede Paola. Die zeige ich euch einmal hier etwas näher. Das ist auch wieder so eine kleine Kreole mit dem Buchstaben Q in dem Fall. Und was fällt hier auf? Auch mehrere Themen werden hier aufgegriffen, nämlich die Steinchen sind alle bunt. Da findet ihr also nochmal jede Farbe auf jeden Fall wieder. Was hier nochmal das Besondere ist, ist, dass die zwei Kreole davon ganz bewusst nämlich keinen Buchstaben hat. Ne? So, dass ihr das eben asymmetrisch tragen könnt in einem Ohr oder auch, was wir auch schon mal ganz oft angesprochen haben, Stacking-Thema, ne? In ein Ohrloch mit Buchstaben, in ein Ohrloch ohne Buchstaben zum Beispiel, dann habt ihr schon mal für ein Ohr was Cooles gefunden. Das ist von der Marke Pede Paola. Richtig schön, dass hier so viele Farben auch nochmal aufgegriffen werden. Also ihr merkt, es gibt ganz viele Schmuckstücke, da fällt es uns schwer, das in irgendwie eine Kategorie zu bringen, weil sie einfach in so viele Kategorien passen, unter anderem jetzt bei diesen Ohrringen. Wir gehen mal weiter. Und zwar habe ich noch ein Thema und das ist das Chunky-Thema. Das hatten wir auch schon mal aufgegriffen, also was man so auch unter Statement-Ketten und Statement-Schmuck versteht, so ein bisschen auffälligeren Schmuck, wo man auch nicht noch, wer weiß was, wie viel braucht. Da habe ich euch mitgebracht eine ganz coole Kette von der Marke Leonardo in stahlfarbig. Hier nochmal ganz aktuell so ein Kettenmuster. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt bei unterschiedlichen Schmuckstücken.
Ja, erinnert mich jetzt irgendwie sofort an so an ein Boot oder an ein Schiff irgendwie, so vom Muster her oder Bootsseil oder wie auch immer man das sagt, von dem Muster. Hier vorne sind noch mal kleine Steinchen gefasst in der vordersten Öse. Der Rest sind so ein bisschen gemustert und dazu gibt es ein Armband, was ihr auch sehr gut zusammentragen könnt. Das ist zwar jetzt eine andere Farbe, allerdings ist es ganz bewusst so. Ich würde es ganz bewusst mal mischen, weil ihr habt ja auch gesehen bei dem Cœur-de-Lion-Armband zum Beispiel, dass ja schon mehrere Farben in einem Schmuckstück gemischt werden. Also ihr könnt es ja auch durchaus so tragen, denn hier wiederholt sich ja das Muster auch ganz toll. Na, das kann man machen. Wie findet ihr denn Bicolor-Schmuck oder Tricolor, also zweifarbig oder dreifarbig, tragt ihr das auch gerne oder entscheidet ihr euch? Und wenn ja, für was? Beantwortet mir das doch mal. Wir haben dann noch mal zu den mehreren Farben einen richtig coolen Ring mitgebracht, und zwar der Marke Calvin Klein. Das ist ein dreifarbiger Ring. Stahlfarbig, also silberfarbig, rotgoldfarbig und gelbgoldfarbig. Und das Coole hierbei ist, dass ihr den entweder einem Finger zusammentragen könnt. Und jetzt stellt euch mal vor, das goldene Armband von gerade und stahlfarbige Armband, nein, stahlfarbige Kette und goldfarbiges Armband so. Oder wenn es passt, dann vielleicht auch sogar auf mehreren Fingern. Also es sind drei wirklich komplett einzelne Ringe, die auch nicht irgendwie ineinander geschlungen sind. Also da könnt ihr wirklich ein paar Looks mit kreieren. Ne? Auch ganz aktuell und modern momentan an mehreren Fingern gleichzeitig sofort Ringe zu tragen. Der stahlfarbige Ring und der gelb-goldfarbige Ring haben das gleiche Muster, also auch das harmoniert super gut zusammen. Und wer vielleicht jetzt schon mal die ein oder andere Sendung gesehen hat, der weiß, dass ich es immer super schön finde, wenn ich aus einem Schmuckstück irgendwie mehr machen kann. Und das mache ich auch tatsächlich. Also wenn ich ein Schmuckstück habe, wo ich alle drei zusammentragen kann oder mal was anderes oder einen eigenen Ring dazu mischen kann, dann finde ich das irgendwie immer schon ganz besonders, weil man denkt, ja, wir jeden Tag ein Schmuckstück um, dabei wandelt man das eine einfach nur immer mal wieder um. Und ja, abrunden können wir das Ganze noch mal mit einem Gelb-Gold-Ring der Marke Christ. Und das hier ist auch vom Muster wirklich sehr aktuell, so ein bisschen Zopfmuster, so etwas gekordelt. Aber es ist ein wirklich sehr hochwertiger Ring, nämlich es ist wirklich Gelbgold. Also es ist auch was ganz Langlebiges. Und der kann auch hier wieder, jetzt muss ich mal den Swarovski-Ring leider abmachen, um euch zu zeigen, dass man das so tragen kann, als ganz klassischen Gelbgoldring. Aber der ist jetzt wunderbar, mal in einer etwas größeren Größe, dass ich es auch hier ganz toll zeigen kann, wie cool sowas einfach sofort aussieht. Direkt hat man einen ganz anderen Look kreiert und ja, es ist gleichzeitig modern und auch trotzdem sehr hochwertig und dadurch halt auch langlebig, damit ihr auch was ganz Besonderes, was sich so ein bisschen absetzt mal. Wir haben hier gerade, habe ich ja schon mal gezeigt, das GMK-Armband. Das zeige ich euch jetzt nochmal eben einzeln. Na, das ist nämlich das Goldene, was ich nochmal zu der Kette gerade gezeigt habe. Und dieses eignet sich auch nochmal ganz hervorragend, um es mit anderen Armbändern zu mischen. Und zwar habe ich hier nochmal ein anderes Armband mitgebracht, was so ein bisschen, ja, Tennismuster hat. Also etwas klassischer. Und da gehen wir ganz klar in die Richtung des Stilbruches. Ja, das eine ist was ganz, ganz Zartes. Abendliches fast und das andere ist ein bisschen chunky und modern, aber ihr seht, wie gut das einfach zusammen harmoniert. Und da könnt ihr dann wirklich super vieles zu tragen. Also eigentlich könnte man ja dazu Jeans und T-Shirt tragen oder auch ein elegantes Abendkleid. Vorzugsweise in hellen Farben im Sommer. So, eine Sache fehlt noch. Meine allererste Show. Hier Anfang des Jahres, da ging es um das Thema Earcuffs und da muss ich natürlich jedes Mal dran denken, wenn ich ein Earcuff in der Hand habe. Und ich habe hier noch mal einen mitgebracht und zwar von der Marke Cookie. Das ist ein ganz kleiner ausgeschnittener
O-Ring goldfarbig. Dieser hier ist zum Beispiel jetzt mattiert. Und der, eigentlich traue ich mich gar nicht, mir das so dran zu frickeln. Sieht dann wahrscheinlich so unschön aus. Aber der einfach hier oben so reingeklemmt werden. Und dann sieht es so aus, als ob ihr euch getraut hättet, das durchzustechen, was ich mich niemals trauen würde. Aber so würde das aussehen. Es war keine Sendung über Earcuffs. Ihr konntet einen Earcuff gewinnen. So war das. Ja, ich erinnere mich. Aber ich muss ja jedes Mal dran denken. Ja. Und damit, guck mal, wie schön das harmoniert. Hier ein doch recht klassischer Look in einer sehr, sehr modernen, sommerlichen Farbe. Und dazu so ein bisschen, ja, rebellischer, würde ich fast sagen. Dieser Earcuff, der halt ein bisschen nach einem Ohrring aussieht, auch da wieder Stil, ja, zusammen. Sieht es aber irgendwie doch richtig cool aus. Wir haben ja auch so ganz viel Stilbruch in den Klamotten. Stell mir beispielsweise ein spitzenlanges Kleid, also aus Spitze, ein helles Kleid und dann irgendwie eine Jeansjacke drüber oder sowas, ne? Und da könnt ihr sowas richtig gut nochmal zur Geltung bringen, indem ihr auch euren Schmuck mal einfach traut euch einfach mal, das eine mit dem anderen zu kombinieren, was man so vielleicht gar nicht erwartet hätte. Kaum zu glauben. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Es vergeht wie im Flug. Ich habe immer das Gefühl, es sind gerade mal 10 Minuten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar cool Looks zeigen und Bock machen auf ganz tolle Summer Essentials, also Sachen, die wir wirklich alle brauchen. Denkt ganz besonders an den personalisierten Schmuck. Der nächste Anlass kommt bestimmt und dann weiß man wieder nicht, was man schenken soll. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Schaut einfach rein. Und dann freue ich mich auch direkt sagen zu können, dass wir ja heute in 2 Wochen um 19 Uhr an der gleichen Stelle unsere nächste Show haben. Schaltet gerne ein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, hinterlasst uns gerne mal einen Kommentar oder eine Nachricht. Wir freuen uns immer. Wir lesen alle Nachrichten. Ist immer sehr schön, was von euch zu hören. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs viele Zuschauen und wünsche euch noch einen richtig schönen Abend. Bis dann. Ciao.